Ach, ist das schön mit den Herzen. Willkommen bei Fallout 76. Hallo Milena. Hallo Sam. Wir machen jetzt ein bisschen Appalachi unsicher. Wollen wir loslegen und auf jeden Fall alles niederballern, was uns in den Weg stellt und unsere Taschen klauen will. Genau. Hier, ich bin bei dir. Super. Ah. Ich habe erstmal einen Hotdog gegessen. So, was getrunken. Kann weitergehen. Probier jetzt alle Waffen aus, aber die sind irgendwie alle echt nervig. Und ich check's auch immer noch nicht, wie das sein kann, wenn da steht, du hast 5 Schuss, warum sie dann nach jedem Schuss auflädt. Das ist doch nervig. Ey, komm schon. Ich hab keine Ausdauer. Ja. Ach nee, ich nehme dann lieber meine Nahkampfwaffe. Komm schon. Wahnsinn. Aus dem Boden kommen die einfach so. Geht's nee, mit die dem? Haben hier gelegen. Okay. Einmal. Oh, right away. Ich wo ist meine Baseballkeule jetzt hin? Na toll, das geht so aber nicht. Eine Waffe und eine Baseballkeule. Hast du ein Jagdgewehr? Ich gebe dir ein Jagdgewehr, das hat Schaden für 50. Ja, aber das bringt mir nicht viel, das Jagdgewehr. Das lädt mir einfach zu lange nach. Stufe 10. Du hast ja Stufe 10. Ich habe auch ein Präzisionsschützenjagdgewehr, das hat auch 50 Schaden, aber das habe ich ja gerade benutzt. Das ist, ja. Ach, ich würde so gerne mit einem anderen Charakter diese 10mm Automatikpistole dir rübergehen, damit wir die hier brauchen können. Mit dem Charakter. Okay, können wir ja gleich vielleicht nochmal machen. Nö, da brauchen wir wieder viel zu viel Zeit. Okay, ja, ich habe jetzt eh nicht mehr so viel Ich werde es dann beim nächsten Mal, wenn du spielst. Springst du? Habe ich meine ganze Ausdauer weggehüpft. Ja. Ich wollte gerade sagen, Milena, du springst drum wie in Fortnite. So, okay. Na super. Ja. Also diese Waffe, die hat angeblich 5 Schuss, aber die hat gerade so langsam wieder nachgeladen. Also das geht ja echt gar nicht. Also irgendwie hängt jetzt meine Toll. Waffe. So, jetzt. Ich konnte meine Waffe eben nicht einpacken. Warum schießt der jetzt nicht? So. Okay. Das war ja komisch. Irgendwie ist das hier wieder ein bisschen buggy, ne? Ja, ja hat toll. Was. So, hast du ein Zeichen hier rein in die Schule? Nee, überhaupt gar nicht. Hier ist nichts mehr. Okay, also deswegen sage ich ja, wo fehlt mir denn da schon die Quest? Ja, irgendwie wurde ich ja mal aufgefordert, hier in diese Schule reinzugehen. Ja, eigentlich geht die Quest hier auch weiter, deswegen wundere ich mich ja gerade, warum das nicht so ist. Wer schießt denn hier? Also manchmal ist schon komisch, du wirst automatisch aufgefordert oder du kommst irgendwo hin und dann wird einfach eine Mission eingeblendet von wegen erledige das jetzt. Oh, oben auf dem Dach, da kriegen wir die sowieso nicht. Habe ich. Also, ich muss einmal in Ruhe auf den Pitboy gucken, aber es ist, glaube ich... Ja, ach. Ich habe wirklich sonst keine Quests. Ich weiß, dass ich das auf dem PC auf jeden Fall... Da war das anders. Also ich musste da in diese Schule rein. Ich weiß jetzt nicht, was... Irgendwas... Ja, da musste man auch wieder an so ein Terminal. Irgendwas da musste rumfummeln. Man da wieder was erledigen. Ich war aber ja... Aber ich habe die Quest jetzt einfach nicht mehr. Nee. Komisch. Aber wenn er jetzt schon am Flughafen zu mir gesagt hat, nee, das ist doch merkwürdig, sonst würde er mir doch auch sagen, dass ich noch eine andere Quest irgendwie offen hätte, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, denke ich auch mal. Oh, auf Streife.
Oh, hast du das schon mal gemacht? Aktiviere Stahlherz. Ja, habe ich gemacht. Fehlgeschlagen. Ja, Obwohl ich den Typen, das ist ein Roboter, den du aktivieren musst, begleite. Und dann kommen immer Ghouls angerannt. Der Roboter war nur ein bisschen beschädigt worden, aber mir hat es dann geheißen, fehlgeschlagen. Keine Ahnung warum. Okay. Ja, also diese Quest habe ich hier auf jeden Fall nicht mehr, aber ich glaube, es lohnt sich jetzt auch nicht, noch eine neue zu machen. Wir könnten jetzt noch die 10 Minuten da kurz zu dem rübergehen und versuchen, das hinzubekommen. GP gibt es ja auf jeden Fall, oder? Oh, was ist das? Ja, ich bekam trotzdem... Kennst du das hier schon? Lagerraum? M3, Türstabe? Alle Responder, hier spricht Sanjay. Stahlherz ist vollständig und einsam. Was ist denn jetzt wieder los? Jetzt habe ich wieder einen Schlag bekommen. Leben verloren. Oh. Sorgt dafür, dass er nicht zu stark beschädigt wird. Ich habe so schon genug Reparaturen am Hals. Also ich kann da nichts machen, leider. Ich auch nicht. Benutzer heißt es zwar. Ja, geht's da, noch? Vorsicht! Kommen die her auf einmal? Ja, die kommen irgendwie einfach überall her. Ich habe zwar eine tolle Munition mit Brand, aber der Schaden ist nicht so groß. Ja, ja. Hat alles so seine Vor- und Nachteile hier. Deswegen sage ich ja, ich kann mich noch nicht so recht entscheiden, weil es bringt mir auch nichts, eine Maschinenpistole zu nehmen, die einfach total verzieht und mit der ich sowieso nicht treffe und nur einen Millimeter Schaden abziehe. Da habe ich einfach mal gar nichts von. Hier drinnen ist er. Ja, ich bin total überladen, ich kann mich nicht bewegen. Schmeiß was raus. Nee, gibt's hier nicht eine Werkbank, eben noch auf die Schnelle? Ah, hier glaube ich gerade. Oh, ein Hochleistungsmagnet liegt hier. Schießpulver, lose Schrauben. Oh, ich muss eigentlich mal kurz meine Rüstung umziehen. Hier hat's. Ich hab grad voll die heftige Rüstung eingesammelt. Hier hat's noch Komponente: Stahlschrott, Öl, Zahnräder. Ach, ich glaube, das habe ich gerade eben bekommen hier als Questabschluss. Cool. Okay, ich bin gleich soweit. Ich glaube, die Zeit läuft, ne? Klebeband. Nö, wir müssen den erstmal aktivieren. Dann läuft der Roboter los und dann müssen wir den beschützen. Also aktiviere Stahlherz. Haben wir noch 6 Minuten Zeit. Und dann müssen wir den begleiten. Ja. Ein Stück weit und da kommen da ein paar Ghoule und die müssen wir dann einfach von dem fernhalten. Ich war allein, okay. Da war schon ein bisschen viel, aber die haben den nicht so kaputt gemacht. Dann hieß es fehlgeschlagen und der lief dann einfach wieder hierher zurück in diesen Apparat rein. Ja, eine Lagerkiste wäre jetzt fein, aber egal. Okay, wollen wir den aktivieren? Ja, mach du mal. Ich hab das schon mit... Systeme online. Oh, Waffensystem wird geladen. Initiiere Patrouillenroutine. Okay. Achtung, Bürger. Ja, hau rein. Verlassen Sie bitte umgehend den Bereich. Responder, Einsatz läuft. Gefahrenstufe hoch. Bitte Sicherheitsabstand halten. Okay, also wir müssen den einfach nur beschützen, okay? Eskortiere, ja, oder? Okay, Stahlherz. Du bist in guten Händen. Vielleicht. Ich nehme mal meinen Revolver. Vielleicht geht es besser. Ja, also ich bleib definitiv bei Nahkampfwaffe.
Hab zwar nur 6 Schuss, aber hab einen guten Schaden. Au! Ja, was geht ab? Hallo? Vorsicht, hinter dir, überall, Hilfe! Oh oh! Oh, ich hoffe, der ist mir nicht böse, wenn ich ihn auch mal treffe. Sorry! Oh, stopp! Das ist ein Spieler. Ja, hab's gerade gesehen. Ich hätte ihm auch was eine drüber gezogen. Das soll nur kein Blödsinn machen, sonst kriegt er eine über die Rübe. Ach, sonst hätte er ja schon gleich geschossen. Ich glaube, der will einfach nur mitmachen. Da kommt die nächste Welle. Der ist lustig. Ja, ja. So, kann's weitergehen, bitte? Lustig ist auch, dass die Ghule wirklich nur auf den drauf stürzen, ne? Die stürzen sich gar nicht auf uns. Ich glaube, sonst wäre ich schon erledigt. Ja, doch, sie haben mich auch angesprungen, aber. Okay, ich sammle noch kurz nebenbei Kronkorken ein. Hey, wo geht der hin? Ja, der will da an diesen Terminal. Ah, okay, und okay. Und jetzt müssen wir die abwehren. Ja. Jetzt werden die von aller Seite. Bitte melden Sie Verdächtige. Ja, geh jetzt du ans Terminal, Junge. Echt? Irgendwie ist der. Bleib hier bei dem Durchgang hier stehen. Okay. Dann können die nicht zu dem ran springen. Da ist eine Kakerlake. Würde die mal einer vielleicht. Wo? Da hat er schon. Unten auf der Straße. Mein Problem ist eher, wenn ich mit meiner Keule haue, dann treffe ich wirklich jeden. Ne? Also ich hoffe, der geht mir gleich aus dem Weg hier. Oh, Vorsicht! Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Ja, nicht beschädigt wird. Okay, Achtung. Geht los. Jo. Solange sie nur auf mich oder auf dich einhauen, nur nicht auf den Roboter. So, jetzt hat er hier geöffnet. Schloss entriegelt. Begebe mich zum nächsten Zielort. Och, bitte begib dich zum nächsten Zielort. Hallo? Hallo? Ja. Jungs? Ja, ja. Wer geht ja hier weiter? Ja. Essen. Ich brauche Essen. So, habe ich. Weiter. Nicht Pitsche, nicht Pitsche-Patsch mache da. Ja, ich habe keine Zeit zum Looten hier. Nee, hat nichts Gescheites drin. Ah, ah. Oh, hinter euch! Hinter ja, ja, euch, ich seh's. Ein 15er, wow. Oh, das ist ein Riesenhaufen hinter uns. Ja, hier vorne sind auch welche, aber take it easy. Er ja, geht weiter. Er macht das super. Oh nein, jetzt kommt er zurück. Ach nee, vor allen Dingen mit dem Wots, wie sieht man ja auch ihn an? Eben, ich hätte ihn jetzt fast gerade erschossen. Ich schieß nur ohne Wots jetzt, weil entweder nimmst du den Spieler. Ja, ja, stimmt, genau. Oder den Roboter. Und das finde ich doof. Ja, ja, das ist wirklich doof. Wir könnten ihn auch schnell ins Team einladen, aber zu viel Action gerade. Oh, hier ist die nächste bestimmt. Los, komm, los. Genau. Mach. Schieb dir noch ein bisschen, ey. Der geht so gemütlich. Ja, ja.
Los, ich habe keine Zeit! Beeil dich! Das war Stahlherz. Kann ja wohl nicht sein, dass es jetzt eine Stunde geht. Alarmsystem entdeckt. Was? Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Mhm, okay. Ich mach mal meine Machete parat. Sicherheitssysteme sind während des Tests. Oh oh. Bitte Alarm, oder? Dass diese ja, jetzt kommen sie sicher gleich von links und rechts. Yep. Oh ja, da kommen sie schon. Alter, wie die angesprungen kommen, ne? Ist ja krass. Momentan. Also ich kann das, das funktioniert einfach nicht. Also ich visiere sie schon mit Watts an, aber erst schieße, wenn ich sehe, dass ich da auch... Der spackt hier rum, dieser Typ da. Wirst aber, das ist ja so ein Unsterblicher. Siehst du den? Bei mir ist alles okay. Der geht weiter hier. Oh, jetzt hat er einen langen Arm. Die Aufnahme, die musst du dir dann anschauen. Das tue ich ja sowieso immer. Das sieht jetzt echt komisch aus. Achtung, hinten. Okay. Ich mach das. Ah, jetzt kommt er wieder zurück. Anstatt dass er einfach weitergeht, ne? Ich nehme das, was durchkommt. Boah, hinter uns ist auch alles voll, Leute. Vorsicht, hier ist noch einer. Hab ich. Ich schau mir noch mal den verspackten, komischen, verpackten Typen an, der hier steht. Ja, aber also, nicht so lange. So, Aufnahme. Jetzt ist er verschwunden. Jetzt ist er weggeploppt. Na toll. Also looten musste nicht unbedingt. Hat nichts Gescheites. Ich kann gar nichts looten. Ich bin total konzentriert hier. Weil ich kann die auch. Nächste Welle kommt. Hallo? Wo seid ihr? Ja. Stufe 15 mit Krone. Okay, meine Baseball-Kolle ist der Knaller. Oh, geht weiter. Alter. Oh Mann. Alter. Mann. Extrem, ey. Alter Schwede, ist das krass. Oh, das macht Spaß. Oh, da ist der Nächste. Los, los, komm. Hab ihn schon angeschossen. Komm her, zieh. Also immer, wenn ich mich mit Watts anvisiere und dann... Hin. Sorry. Dann ich... Der wollte gerade in die verkehrte Richtung. Ja, ja. Da muss ich schon mal panisch schreien. Ich muss mal ein Red Away nehmen, weil meine Gesundheit ist irgendwie, das nervt mich. Also ich kann immer so drei Viertel vom Leben wegschießen. Und da musst du noch irgendwie einmal draufhauen. Oder halt der andere da. Brauchst du noch ein Red Away? Du hast da ein bisschen viel Rad. Hab ich wohl. Alarmsystem entdeckt. Okay, da läuft einer. Ferninterface. Kommst du hierher? Sonst stehst du da auf einmal mittendrin. Interface gesichert. Wir können ein bisschen Licht gebrauchen. Testroutine. Achtung, Sicherheitssysteme sind Radix verdient, das nehme ich gern. So. Stimpack, drei Stück Stimpack. Ist vorbei hier. Ja. Okay. Okay, geht los. Geht los. Yep. Hier kommt ein 15er. Ja. Lass ihn mal, der ist irgendwie gerade noch... Ja, alles klar. So, den 15er haben wir weg. Ja. Da kommt noch einer. Oh, sorry, ich hab aus Versehen den Spieler, glaube ich, gehauen. Boah, was war das? Nein. Einer von euch was geworfen? Ich, ja. Granate. Oh ne, der geht weiter. Recht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Also wenn du
fremde Spieler also mitmachen, dann finde ich das schon cool. Aber wenn sie dir dann so in den Rücken fallen, von wegen die Mission sabotieren, dann kannst du dir schon sagen, Alter, geht's noch? Ja, das ist schon nervig. Der spielt jetzt da schon cool mit. Der hat aber auch schon Level 20. Ja. Der Joerte. Ja, dann hättest du gleich gemerkt, wenn das jetzt ein Spacko wäre. Ist das ein... Ist das der Joerte? Nö, der fällt jetzt voll halt nicht gut. Das muss ein anderer Joerte sein. Achtung! Ja. Ich bleib beim Bot. Ihr könnt da rumballern. Levelaufstieg für mich, dankeschön. Also es, allein. Sind wir jetzt mittlerweile langsam rum. Allein hätte. Oh ja, ich glaube, der geht wieder rein. Hätte ich da keine Chance. Allein. Oh, wäre das schon hart. Da brauchst du schon irgendwie Mine legen, wenn du weißt, von woher die kommen. Ja, ich denke, er geht jetzt wieder in seine Station rein. Aber oh ja, lieber nochmal, lieber nochmal schauen. Nicht, dass da nochmal eine Horde angerannt kommt. Ja, bitteschön. Ja, bitte. Aber nicht mit auf der rein, Straße. Rein. Schubs, 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 schubs. Also ich bekomme jetzt Belohnung. Ich stell mich mal hinten an, falls er schießt. Ach Quatsch. Der war entspannt. Hab Daumen hoch gemacht. Okay, das war's. Ich habe ganz viel Kram gekriegt, aber. Dankeschön. Ja, bye, hallo, bye. Heißt ja wohl auch tschüss, ne? Ja, ja, bye, bye. Also ich habe auch, um Nein zu sagen, hast du auch kein Emoji dafür, dann zeige ich halt den Daumen nach runter. Nee, okay. Also für einen, der mich da anschießt, beim Händler, da drehe ich mich um und zeige dem den Daumen nach unten oder so den Winkefinger. Nee, nee, hast du schon. Ja, aber so ein eindeutiges, so eine Spottgeste, aber wirklich so ein Stone Cold Steve Austin Power Mittelfinger gibt's hier nicht, schade. Man kann sich da was freischalten für die Atompunkte, aber... Ich muss mal schnell schotten und hier. Genau, ich auch, aber ich denke mal, du kannst dann die Aufnahme so langsam beenden. Ah, hast du Belohnung bekommen jetzt? Eben gerade schon, hä? Ich bin total voll, meine Rüstung ist kaputt, meine Waffe ist kaputt, meine Baseballkeule muss ich reparieren beim nächsten Mal. Ja, dann. Ich bin komplett voll geht's beladen. Jetzt, bevor wir eine nächste Mission dann in Angriff nehmen. Nach Hause reparieren, abladen, aussortieren, Verkäufer aussuchen, etc. Und dann kann man dann wieder eine Mission starten. Schön. Genau, du hast ja hier ein bisschen schon erkundet und weißt von daher, wo hier ein Bahnhof ist. Ach, guck mal, der wird mir sogar schon angezeigt. Wir können das nächste Mal zum Bahnhof Morgentown und da ein bisschen was loswerden. Da ist ja auch unsere Kiste. Genau. An jedem Bahnhof hat es ja eine Kiste und mindestens ein Werkbank. Ja, genau, das ist richtig cool. Es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt große Mengen mache, weil ich muss die ja dann eh ablegen, das kann ich gerade sowieso nicht. Ja, die hast du dann beim Machen, hast du die auch bei dir zu Hause immer bei dir im Inventar. Du musst die dann separat nochmal in die Kiste reinschmeißen. Genau, ja. Ich steck mal die Waffe ein. Ja. Und bedanke mich. Hat Spaß gemacht. Die Quest war auch irgendwie witzig.